So, meine Damen und Herren, jetzt kommen wir endlich zu der Berufsgruppe, über die wir lange theoretisch geredet haben. Nicht die Suizidenten, die haben wir heute hoffentlich nicht hier, aber die Ärzte. Ist Suizidhilfe eine ärztliche Aufgabe? Wir hören zunächst Herrn Professor Dr. Christoph Ostgarte, der ist Leiter der palliativmedizinischen Abteilung des Universitätsklinikums Erlangen, also palliativmedizinische Abteilung. Und wir hören dann Herrn Dr. Michael de Ridder. Er ist Mitbegründer des Hospizes der Vivantes GmbH und war früher als Rettungsmediziner, war Chefarzt und Internist ist er ja. Internist AD? Nein, noch immer Internist. Also Internist und Rettungsmediziner und war Chefarzt AD, also war Chefarzt der Rettungsstelle im Urban Krankenhaus in Berlin. Herr Ostgarte, ja. Bitteschön. Herzlichen Dank. Ich hoffe, Sie können noch. Ich möchte so ein bisschen aus der klinischen Praxis des Palliativmediziners berichten und erstmal festhalten, dass wir alle, die wir klinisch tätig sind, in der einen oder anderen Art und Weise mit Patienten konfrontiert werden, die einen Todeswunsch äußern. Meine Erfahrung ist, dass zunächst mal Patientinnen und Patienten Angst davor haben, weil sie denken, dass sie durch das Aussprechen ihren Arzt oder das Team schon unter Druck setzen oder gar schon etwas Ungesetzliches tun, wenn sie etwas vermeintlich Verbotenes fordern. Wir in unserem Team freuen uns immer sehr über jeden, der zunächst mal uns gegenüber das Vertrauen hat, diese Dinge offen anzusprechen. Wichtig, und das ist heute Morgen auch schon mal diskutiert werden, ist es zunächst mal zu schauen, welche Form des Todeswunsches hier tatsächlich ausgesprochen wird. Denn Todeswünsche können sehr unterschiedlich ausgeprägt sein. Das Kontinuum reicht von dem Wunsch, dass der Tod durch rasches Fortschreiten der Erkrankung bald eintreten möge, bis hin zur maximalen Form der Planung eines Suizids, respektive Wünschen nach Beihilfe zum Suizid oder Tötung auf Verlangen. Und insbesondere, und das ist die klinische Erfahrung, dass Patienten das sozusagen in der Theorie gerne mal durchsprechen möchten, für den Fall, dass eine Situation auftritt, wo sie in eine Situation kommen, wo das, sie das wünschen würden. Hierfür vielleicht nochmal ein wichtiger Befund aus der Diskussion heute Morgen, und das hat mich wirklich beeindruckt, was Frau Ganzini gezeigt hat, dass insbesondere die Prospektion, der Blick nach vorne, dass nämlich erwartete Symptome, Schmerz oder auch andere Symptome dazu führen, dass Menschen einen assistierten Suizid einfordern. Der explizit geäußerte Wunsch, also die maximale Form nach assistiertem Suizid oder Tötung auf Verlangen, ist im klinischen Alltag extrem selten, stellt aber eine besondere Herausforderung für das gesamte Team dar, und wir sollten hier mit großer Verantwortung und Wertschätzung umgehen. Das Gespräch alleine, also dieses Türchen öffnen, das mal miteinander zu besprechen, kann für den Betroffenen eine große Entlastung darstellen, das mal denken dürfen, und stellt aus meiner Sicht dieses Vertrauensverhältnis auch eine Bereicherung der Arzt-Patienten- oder Team-Patienten-Beziehung dar. Zweiter wichtiger Befund aus meiner Sicht, dass Todeswunsch und Lebenswille nicht Polaritäten einer Dimension sind, sondern sich als zwei unabhängige und somit grundsätzlich gleichzeitig vorkommende Kategorien konzeptionalisieren lassen. Hierdurch kann die Situation entstehen, dass parallel zwei Hoffnungen, Hoffnung auf ein baldiges Ende des Lebens und Hoffnung auf mehr Leben nebeneinander bestehen können, die sich im Ergebnis vermeintlich ausschließen, sieht man mal von der religiös geprägten Aussicht auf ewiges Leben ab. Im Hinblick auf unsere Grundlagen der Palliativmedizin scheint es nicht unmöglich, hier durch bestmögliche Unterstützung der Menschen im Sterben mehr Leben zu geben und gleichzeitig das Sterben nicht aufzuhalten und sich somit dem Sterben wollen nicht entgegenzustellen als Chance. Und ich glaube, das ist aus meiner Sicht in der Medizin heute das viel größere Problem, dass in den Einrichtungen, in den Krankenhäusern das Sterben nur noch selten zugelassen wird. Und das, glaube ich, ist, wenn man die kleine Zahl an Menschen sieht, die assistierten Suizid wünschen, dahingehend das viel größere Problem. Ein weiterer wichtiger Aspekt in dieser Diskussion ist, dass Todeswünsche nicht immer gleich ausgeprägt sein können. Das haben wir jetzt schon mal mehrfach gehört.
Rosenberg haben hierzu auch nochmal eine gute Studie gemacht, da geht es auch um den Desire for Hastened Death, und die konnten sehr eindrucksvoll zeigen, dass Todeswunsch insbesondere auch in den letzten Lebenswochen ausgesprochen volatil ist. Damit komme ich auch schon zum Schluss meiner Ausführungen. Aus meiner Sicht braucht es in Deutschland dringend, und das möchte ich wirklich unterstrichen wissen, einen ernst gemeinten Ausbau der Hospiz- und Palliativversorgung. Wir dürfen es nicht nur als Standard oder als Fahne vor uns hertragen, und auch jetzt gerade in der öffentlichen und politischen Diskussion wird das als Mantra immer wieder gesagt, wir brauchen eine bessere palliativmedizinische Versorgung. Wenn ich den Alltag in den Kliniken sehe, die Auseinandersetzungen, die ich mit dem medizinischen Dienst der Krankenkassen habe, dann merke ich, dass dieses noch nicht wirklich ernst gemeint ist, und das brauchen wir unbedingt. Und wir haben, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, in Deutschland bisher erst 3% der Ärzte, die tatsächlich die Zusatzweiterbildung Palliativmedizin haben. Und ich glaube, das brauchen wir auch vor allem anderen in der Zukunft. Schwerkranke und leidende Menschen brauchen die Vergewisserung, dass ihnen eine umfassende Behandlung und Begleitung zur Verfügung steht, egal wo sie diese brauchen. Das Hospiz- und Palliativgesetz ist sicherlich ein erster wichtiger Meilenstein. Es kann aber, und das müssen wir anerkennen, selbst bei bestmöglicher Fürsorge sein, dass einzelne Betroffene da sind, bei denen diese Angebote nicht greifen und für die eine reine Beihilfe zur Selbsttötung als einziger Ausweg erscheint. Dieses Dilemma müssen wir sehen. Es ist aber meine tiefe Überzeugung, dass aus diesen wenigen Einzelfällen wir keine Norm entwickeln sollten. Insofern stehe ich dafür, und ich denke, das ist nochmal eine besondere Situation, die wir in Deutschland haben, nämlich eine sehr liberale Gesetzgebung, dass im Grundsatz das Gesetz nicht geändert werden sollte. Allenfalls sollte der Gesetzgeber prüfen, aus meiner Sicht, inwiefern organisierte Formen der Sterbehilfe verboten werden können. Die Landesärztekammer, und ich glaube, da ist auch sicherlich ein Katalysator dieser gesamten Diskussion, das haben wir auch heute gehört, dass es sehr unterschiedlich ausgelegt wird. Da würde ich mir wünschen, dass die es schaffen, trotz aller Herausforderungen des föderalen Systems, die Berufsordnung zu vereinheitlichen. Grundsätzlich stimme ich der Haltung der Bundesärztekammer zu, und ich denke, da ist nochmal ein ganz wichtiges Papier auch zu nennen. Das sind die ärztlichen Richtlinien zur ärztlichen Sterbebegleitung, dass Beihilfe zum Suizid keine ärztliche Aufgabe ist. Dann, wenn in dem oben beschriebenen und genannten Dilemma, wenn ein einzelner Arzt seinen Patienten gut kennt, länger begleitet hat und sich in einer persönlichen Gewissensentscheidung für eine Suizidbeihilfe entscheidet, so würde ich dafür plädieren, so wie es gängige Praxis ist, dass im Einzelfall, und hier bin ich wirklich auf dem Thema Einzelfall, von einer berufsrechtlichen Sanktionierung abgesehen werden kann. Vielleicht würde eine Ergänzung im Paragraphen 16, die lauten könnte, Ärztinnen und Ärzte dürfen grundsätzlich keine Hilfe zur Selbsttötung leisten, das Verbot anzeigen, aber die Dilemmasituation anerkennen. Vielen Dank. Herr de Ridder, bitte. Meine Damen, hört man mich? Ist das in Ordnung? Okay. Meine Damen und Herren, ich habe in der Vergangenheit mehrfach Patienten mit schwersten terminalen Erkrankungen betreut und tue das auch derzeit. Und ich möchte Ihnen um jetzt mal wirklich in medias res zu kommen, eine konkrete Kasuistik einer meiner Patienten vorstellen, die unter dem Gesichtspunkt dessen, was wir hier diskutieren, ja in diesem Teil der Veranstaltung, nämlich ob der ärztlich assistierte Suizid eine Aufgabe ist oder nicht, die hier eine besondere Hinweise geben kann und die mich auch sozusagen ständig in dieser Debatte mit mir selbst hält, was tue ich eigentlich? Günther K., ich lernte ihn in der Klinik kennen, ist ein alleinstehender 42-jähriger Landschaftsarchitekt, der an amyotropher Lateralsklerose leidet. Seit mehr als 12 Jahren, das sind Auszüge aus meinem neuen Buch,
Seit mehr als 12 Jahren erlebt er an sich den Prozess langsam zunehmender Lähmungserscheinungen, die ihn vor Jahren schon in den Rollstuhl zwangen. Er pflegt einen bewunderungswürdigen Umgang, nicht allein mit seiner Krankheit, sondern auch mit denen, die ihn umgeben und sein schweres Schicksal begleiten. Von seiner alten Mutter, seinen Freunden und Bekannten fühlt er sich liebevoll umsorgt. Auch an professioneller Behandlung und Pflege mangelt es ihm nach eigener Aussage nicht. Regelmäßig besuche ich ihn und durch viele Gespräche und Erlebnisse sind wir mittlerweile fast freundschaftlich miteinander verbunden. Stets habe ich ihn in seinem Kampf, sich gegen die Krankheit zu behaupten, unterstützt. Doch seit einigen Monaten sucht er mit mir immer häufiger das Gespräch über sein Lebensende und nun, da die Lähmungen zuzunehmen scheinen, seine Kräfte und der Lebensmut aber nachlassen, umso häufiger und intensiver. Viel Zeit habe ich darauf verwandt, ihm nahezubringen, dass seine Angst vor einer Erstickung, die fälschlicherweise so oft als unausweichliche Todesursache bei dieser Erkrankung genannt wird, unbegründet ist. Er vielmehr allmählich in einen durch die Krankheit selbst herbeigeführten Narkosezustand fallen wird, der ihn zunehmend sedieren und in dem er tief bewusstlos sterben wird. Er jedoch kann sich mit diesem von allen Seiten in unseren Gesprächen beleuchteten Szenario nicht anfreunden. Sein Lebensende klar und illusionslos vor Augen, möchte er keinesfalls auf das allmähliche Versagen seiner Atmung warten. Er wünscht vielmehr, diesen für ihn unerträglichen Abhängigkeits- und Leidenszustand nicht bis zum Äußersten erfahren und durchleben zu müssen. Er will vorher aus dem Leben scheiden. Zitat: Bewusst und wachen Verstandes möchte ich Abschied nehmen. Ich will nicht erleben, dass die Krankheit mich niedermacht. Zitat Ende. Er wünscht, und das gibt den jüngsten Stand seiner Erwägungen wieder, vor allem sich selbst, seiner Mutter und seinen Freunden nicht zur Last zu werden, notabene primär sich selbst zur Last zu werden. Mehrmals hat er mich bereits um meine Hilfe gebeten, sein Leben zu gegebener Zeit zu beenden zu helfen. Sollte ich diese Hilfe zum Sterben nicht als eine nur gerechtfertigte, sondern um eine gebotene Hilfe im Sinne eines Auftrags, im Sinne einer Aufgabe bewerten dürfen? Im November 2011 starb Jörg Dietrich Hoppe, vormaliger Präsident der Bundesärztekammer. Als Integrationsfigur der Ärzteschaft in schwierigen Zeiten würdigte ihn sein Nachfolger im Amt, Frank-Ulrich Montgomery, wenige Tage nach seinem Tod. Nur ein knappes Jahr zuvor hatte Hoppe seine in der Tat überragende integrierende Kraft, auch divergierende ethische Haltungen innerhalb der Ärzteschaft gerecht zu werden, erneut unter Beweis gestellt. In der Frage des ärztlich assistierten Suizids hatte er öffentlich eine, wie ich finde, weise Position bezogen. Die Beihilfe zum Suizid, Zitat Hoppe, gehört nicht zu den ärztlichen Aufgaben, aber sie sollte möglich sein, wenn der Arzt das mit seinem Gewissen vereinbart. Frank-Ulrich Montgomery hingegen, Hoppes Nachfolger als oberster Repräsentant der deutschen Ärzteschaft, lässt Integrationskraft in der Kontroverse um einen der zentralen Aspekte ärztlichen Selbstverständnisses bis heute vermissen. Im Gegenteil, er scheut sich nicht, den ärztlich assistierten Suizid als Drecksarbeit für die Ärzte zu bezeichnen und den Unterschied zwischen Tötung auf Verlangen und ärztlich assistierten Suizid als TINF zu bezeichnen. Das sind Zitate. Und eine seiner jüngsten Äußerungen lautet, man möge doch diese Aufgabe, in Anführungszeichen, den Klempner überlassen. Und ich möchte an dieser Stelle meiner Empörung darüber Ausdruck geben, dass der oberste Repräsentant der deutschen Ärzteschaft sich in dieser Weise
mit diesen Begrifflichkeiten in diese Debatte einbringt. Ich finde diese Haltung, um das klar zu sagen, eines Arztes für unwürdig. Schon die Kieler Ärztetagsentscheidung zur ärztlichen Suizidassistenz vom 1. Juni 2011 ist unter seiner Mitwirkung überhastet, ja aus meiner Sicht geradezu handstreichartig zustande gekommen, wo doch ein Moratorium und damit Zeit für eine den Ernst und der Komplexität ihres Gegenstandes angemessene innerärztliche Debatte, wie sie hier jetzt ja partiell nachgeholt wird oder überhaupt erst stattfindet, den Ärzten besser zu Gesicht gestanden hätte. Kaum jemand, meine Damen und Herren, hat die existenzielle Not aussichtslos kranker und deswegen zum Suizid entschlossener Menschen, Patienten, treffender zum Ausdruck gebracht als der Philosoph Karl Jaspers. Ich zitiere Jaspers. Wo unheilbare körperliche Erkrankung, Mangel aller Mittel und völlige Isolierung zusammenkommen, kann in höchster Klarheit, ohne Nihilismus, das eigene Dasein nicht überhaupt, sondern das, was jetzt noch bleiben könnte, negiert werden. Es ist eine Grenze, wo Fortleben keine Pflicht mehr sein kann. Wenn der Prozess des Selbstwerdens nicht mehr möglich ist, physisches Leid und Anforderungen der Welt so vernichtend werden, dass ich nicht mehr bleiben kann, wer ich bin. Wenn zwar nicht die Tapferkeit aufhört, aber mit der Kraft die physische Möglichkeit schwindet, dem kann dem tiefsten Leid ein Ende gemacht werden, obgleich und weil die Bereitschaft zum Leben und zur Kommunikation die vollkommenste ist. Zitat Jaspers Ende. Als Arzt helfend an einem solchen Akt teilzunehmen, der, wie Jaspers es nannte, tiefstes Leid selbstbestimmt beendet, ist für mich niemals unethisch. Vielmehr Ausdruck äußerster Hinwendung des Arztes zu seinem Patienten. Ja, herzlichen Dank. Herzlichen Dank Ihnen beiden für Ihre eindringlichen Statements, Eingangsstatements. Wenn ich Sie richtig verstehe, stimmen Sie in einem Punkt überein, dass die Beihilfe zum Suizid keine ärztliche Aufgabe ist, im Sinne einer Regelaufgabe, im Sinne eines Regelangebots, das den Patienten angeboten wird wie eine andere medizinische Behandlung. Da stimmen Sie überein. Der Unterschied ist offenbar gering zwischen Ihnen. Herr Ostgarte sagt, im Einzelfall soll der Arzt seinem Gewissen folgen dürfen und es soll dann von einer berufsrechtlichen Sanktion abgesehen werden, während Herr de Ridder offenbar den Ärzten doch ein wenig mehr Freiraum eröffnen möchte. Also nicht nur die große Ausnahme und es ist eigentlich missbilligt, medizinethisch missbilligt, sondern es soll der Arzt mit seinem Gewissen durchaus vereinbaren können und eine solche Handlung vornehmen können. Also eine nuancielle Unterscheidung zwischen Ihnen. Also zunächst mal Ihr persönlicher Feldzug gegen Herrn Montgomery in allen Ehren. Es wäre schön, er wäre hier und könnte sich persönlich auch dazu äußern. Aber, ja, trotzdem nur das als kurze Randbemerkung. Ich glaube, es gibt schon einen Unterschied in unseren beiden Aussagen. Und das bezieht sich auf die Frage, tatsächlich ist es eine ärztliche Aufgabe. Ich höre aus Ihren Worten heraus, wenn ich übersetzen darf, dass es wohl auch eine zur ärztlichen Kunst gehören sollte, dass man Menschen in einer solchen Situation medizinisch begleitet und einen ärztliche Suizidassistenz durchführt. Und hier, glaube ich, ist schon der Unterschied.
Aus meiner persönlichen Sicht ist es keine ärztliche Aufgabe. Wir müssten mal überlegen, was es bedeutet, wenn es wirklich zu einer Aufgabe wird. Wir müssten es dann, ich will es einfach mal überspitzt darstellen, wir leben in einer qualitätsgesicherten Gesundheitsfürsorge. Das heißt, wir müssten zunächst mal auch die Unterstützung oder die Suizidassistenz lehren an den Universitäten. Wir müssten Qualitätsindikatoren aufstellen. Wer kontrolliert das Ganze? Wir müssten im Grunde genommen zunächst mal Zulassungsstudien machen zu Medikamenten, die in der Suizidassistenz eingesetzt wird. Alles dies sind Dinge, die bis zum heutigen Tag fehlen. Und ich denke, wenn man das dann mal durchdekliniert und das, was das auch für ein Menschenbild transportiert, wenn wir Studierende mit diesem Thema konfrontieren, das möchte ich mal dahingestellt sein lassen. Was ich extrem spannend finde an der Diskussion ist, dass auf der einen Seite der Untergang des Abendlandes heraufbeschworen wird, wir aber eine extrem liberale Gesetzgebung haben in Deutschland, im Vergleich zum Beispiel, wie es war in Oregon, bevor das Gesetz in den 90er Jahren gekommen ist. Das haben wir heute von Frau Ganzini gehört. Da gab es Regelungsbedarf, da gab es Öffnungsbedarf, weil da der Suizid letztendlich verboten war und ja, die Beihilfe. Und insofern haben wir hier in Deutschland eine Situation, so wie wir sie in vielen anderen Ländern nicht haben. Und ich würde sehr davor warnen, sozusagen im Umkehrschluss, um eine Regulierung hinzubekommen, plötzlich die Suizidassistenz zu penalisieren. Ja? Man muss es nur in Relation setzen, auch zu der Häufigkeit, wo das überhaupt angefragt wird. Wir haben heute Zahlen von der DGHO gehört. Alles ärztliche Kollegen, die seit vielen Jahren onkologisch tätig sind, erfahrene Ärzte, die schwerstkranke und sterbende Menschen betreuen, die zum Teil 10, 20 Jahre im Feld arbeiten, und von denen haben 99 angegeben, in ihrer Zeit eine Nachfrage nach Hilfe beim Suizid gehört zu haben. Und das, denke ich, relativiert auch nochmal die Diskussion, die wir hier heute führen. Herr Ausgarte, wir sind, glaube ich, nicht sehr weit auseinander. Ich möchte an der Stelle nochmal betonen, ich bin Gründer oder Mitgründer eines Hospizes. Ich bin ein starker Verfechter der Ausweitung von Palliativmedizin und Hospizbewegung. Ich bin selber Mitgründer eines Hospizes. Aber ich möchte auch deutlich machen, dass Palliativmedizin und Suizidassistenz für mich nicht antagonistisch gegeneinander stehen, sondern letztlich komplementär zueinander sich verhalten. Das heißt, dass ärztliche Suizidbeihilfe, und jetzt kommen wir nochmal zu unserem Thema, zum Begriff der Aufgabe, zu einer Aufgabe werden kann im Rahmen der persönlichen Gewissensbildung und letztlich Gewissensentscheidung, der individuellen persönlichen Gewissensbildung und Gewissensentscheidung des einzelnen Arztes, können Situationen entstehen, in denen, wie ich versucht habe zu zeigen, die Suizidassistenz zu einer Aufgabe werden kann, nicht im Sinne einer Verpflichtung, selbstverständlich, das müssen wir hier trennen, aber doch zu einer, ich möchte mal sagen, Obliegenheit, die begründet ist und die letztlich, weil sie sich an dem orientiert, was zentral ist am ärztlichen Auftrag. Und das ist das Patientenwohl und keineswegs, wie heute schon mehrfach hingewiesen, keineswegs der Lebensschutz, so hoch auch der anzusiedeln ist. Es ist das Patientenwohl, und was das Patientenwohl ist, ist etwas, was sich in einem komplexen Dialogprozess zwischen Patient, Angehörigen, Arzt und all denjenigen, die sozusagen im Umfeld des Patienten eine Bedeutung haben, was sich herausstellt, und wir sind füglichst
daran zu beteiligen. Natürlich ist Selbstbestimmung etwas, was immer im sozialen Kontext sich befindet und was immer auf deren Ausbildung immer auch massive politische und gesellschaftliche Einflussnahme existiert. Das ist überhaupt keine Frage. Aber letztlich hat unsere Rechtsordnung, und da würde ich ganz klar sagen, hier sind Missverständnisse im Raum gewesen, nach der überwiegenden Auffassung unserer Verfassungsrechtler, Beispiel Herr Hufen, ist der zentrale Gehalt des Begriffes Menschenwürde in der Selbstbestimmung zu sehen. Ich will den Bogen nicht zu weit spannen. Ich möchte sagen, ärztliche Suizidassistenz kann zu einer Aufgabe werden, allerdings nicht im Sinne einer Verpflichtung. Und das ist auch schon heute mehrfach gesagt worden. Jeder Arzt hat die Freiheit, natürlich in dem Rahmen seines individuellen Ethikverständnisses beziehungsweise seines individuellen ethischen Koordinatensystems von einer solchen Hilfe absehen zu dürfen. Aber wenn Sie, Herr de Ridder, in Ihrer persönlichen Gewissensentscheidung bei Herrn Patienten K. sich nach reiflicher Überlegung, nachdem Sie den Patienten lange kennen, das für sich persönlich zur Aufgabe machen, dann würde ich mir sehr wünschen, dass es keine berufsrechtliche Sanktionierung für Sie gäbe in dem Fall. Insofern an der Stelle sind wir einig. Nur ich glaube, wir sind nicht an der Stelle einig, wo wir sagen, die ärztliche Suizidassistenz wird normativ eine Aufgabe des ärztlichen Berufes. Moment. Entschuldigung, sagt niemand. Es ist gesagt worden, es sollten dem keine Hindernisse in den Weg gelegt werden, dass ein Arzt dies zu seiner eigenen Norm erklärt. Und das ist ein Unterschied. Und Herr Oskar, das ist anders. Darf ich eine Frage stellen? Das ist. Und ich möchte auch an einem Punkt, ich glaube auch nicht, dass man ganz einfach, das ist der zweite Punkt Ihrer Ausführung gewesen, also diese einfache Erklärung, wenn wir nur ausreichend Palliativmedizin haben, werden wir gar keine Nachfragen mehr nach wie auch immer gearteter Sterbeassistenz haben, da bin ich auch kein Vertreter. Aber wenn ich sehe, wie das bisher umgesetzt ist, ich glaube, es gibt so viel, was wir in dem Bereich noch entwickeln können. Wir haben erst 3% der Ärzte, die Zusatz weitergebildet sind. Wir erleben tagtäglich, ich sage nochmal, schauen Sie sich die Richtlinien der Bundesärztekammer zur ärztlichen Sterbebegleitung an. Das ist ein wunderbares Papier mit ganz vielen Möglichkeiten, auch das Sterben zuzulassen. Also wir leben in einer Zeit, wo es ein unglaubliches Heilsversprechen auch der Medizin gibt, dass sozusagen alles medizinisch Machbare getan wird, um das Leben zu verlängern. Wenn das sozusagen nicht mehr greift, dann erscheint plötzlich der Tod. Ja. Als Lösung aus dieser als unmenschlich sich entwickelnden Medizin heraus. Und ich denke, wir diskutieren über zwei Verschiedene. Ich gebe Ihnen vollkommen recht, das ist so, wie Sie sagen. Ich werde da gleich noch einen Satz zu sagen. Aber wir reden über zwei verschiedene Sektoren. Das hat prinzipiell nichts miteinander zu tun. Sie haben vollkommen recht. Und ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, die Missbrauchsanreize, die in den derzeitigen Fallpauschalen zu finden sind, die eine inadäquate Intensivbehandlung gerade von geriatrischen Patienten betreffen. Und wenn ich mit Ihnen heute über die Berliner Intensivstationen gehen würde und wir würden Visite machen und wir würden mal gucken, was hier eigentlich passiert, wer hier eigentlich mit welchen Methoden und Mitteln wie lange am Leben erhalten wird, ganz abgesehen vom Willen des Patienten, nur einmal unter Indikationsgesichtspunkten. Und Sie wissen, die Indikation steht am Anfang. Da würde ich nämlich sagen, die Befürchtung derer, die heute kommen und sagen, wir öffnen hier eine Tür in Richtung Dammbruch, Entsorgung von alten, chronisch kranken Pflegebedürftigen. Wir sind heute
in einer gegenteiligen Situation. Wir lassen, wie Sie richtig sagen, das Sterben nicht zu, geschweige denn, dass wir es in einer adäquaten Weise palliativ begleiten. Ich komme am Schluss ganz kurz noch. Eine letzte Aussage. Wir wollen ja mal mit was Versöhnlichem enden. Ja, ich würde mit Ihnen gerne über die Intensivstation hier in Berlin gehen. Wir würden bestimmt gucken. Aber genau das, glaube ich, hat Auswirkungen auch auf die Diskussion. Diese Bilder, die entstehen, haben Auswirkungen auf die öffentliche Diskussion, die wir zu diesem Thema führen. Mehr will ich gar nicht dazu sagen. Vielen Dank.